Seacrowds. Hallo, Seacrowds-Freunde. Willkommen zurück hier bei mir auf dem Kanal, dem Portal rund um World of Warships. Ja, auch wir machen nochmal Urlaub. Ich wollte ganz kurz ankündigen, am 10.10. bis 15.10. werde ich keine Videos, also keine Flaschenpost, keine Livestreams für euch produzieren können. Da bin ich nämlich in Hockenheim bei der TTM. Ihr habt es schon mitbekommen, in den letzten Livestreams habe ich es immer mal wieder erwähnt, dass wir da eine kurze Zeit nicht da sind. Das heißt, alles, was dann quasi nach dem 10.10. oder am 10.10. bis 15.10. passiert, kann ich euch nicht in der Flaschenpost zusammenfassen. Ich bitte natürlich zu entschuldigen. Ich denke, dafür habt ihr Verständnis, ist ganz klar. Auch ich muss mal Urlaub machen und freue mich natürlich ganz besonders auf das Geschenk von meiner Frau, da in Hockenheim im Finale dabei zu sein mit dem Feuerwerk einer Stadt und Zielgran und so weiter und so weiter. Will aber gar nicht weiter darauf eingehen, sondern das, was wir für euch da ausgedacht haben, für die Aktion, damit ihr so ein bisschen entschädigt werdet sozusagen für die 5 Tage ohne uns. Und das ist das erste Mal, dass wir so eine Aktion machen. Ja, gucken wir doch einfach mal. Wir möchten euch nämlich einen Premium-Container des Events Große 8, was jetzt demnächst bevorsteht. Das ist das mit dem Eishockeyspieler, was wir euch in der letzten Flaschenpost mit erklärt haben. Oder vorletzte Flaschenpost war es, glaube ich. Wo ihr 4 Premium-Schiffe aus dem Container ziehen könnt. 2 Forschungsschiffe, North Carolina war da, glaube ich, dabei. Die Chapaev ist dabei. Die Scharnhorst als Premium-Schiff. Die Abruzzi, die Leningrad. Und irgendwas war es noch. Jetzt sehe ich es gerade nur ganz klein hier bei mir. Die Alabama, genauso ist es. Und ihr könnt natürlich auch diesen 15er Kapitän da rausziehen, der auf russischen und amerikanischen Schiffen einsetzbar ist. Der hat sogar noch Elite-Fähigkeiten. Also das ganze Programm, einfach nochmal unser altes Video angucken, was wir dazu gemacht haben, verlinke ich euch auch ans Ende dieses Videos. Und ihr habt dann da auch wieder die Möglichkeit, den Kanal zu abonnieren. Denn das ist Voraussetzung, an dem Gewinnspiel teilzunehmen. Ihr müsst unseren Kanal abonniert haben und ihr müsst unter diesem Video, was ihr gerade seht, mit eurem World of Warships Ingame Namen kommentieren. Das ist alles, was ihr machen müsst. Abonnieren, kommentieren, fertig ist der Lack. Und ja, sobald die Container dann verfügbar sind, das ist am 19. Oktober, Stand heute, werde ich mit dem Random Comment Picker hier einen Kommentar auswählen lassen sozusagen und das natürlich auch auf Video festhalten, damit der Gewinner dann das Video auch sehen kann und demjenigen, der der erste, der alles richtig gemacht hat, also abonniert hat und richtig kommentiert hat, sozusagen mit dem World of Warships Ingame-Namen, der bekommt den Container von uns geschenkt. Erstmal nur einer. Wir haben ja dann, ihr kennt ja die Livestreams bei uns in der letzten Zeit, haben wir öfter mal so ein paar Giveaways mit ein paar Containern für euch. Ja, und wenn ihr dann bei uns dran bleibt, habt ihr also immer wieder die Chance, auch da vielleicht mal den einen oder anderen Container mitzunehmen. Die Preislage kenne ich da jetzt noch nicht, von daher lassen wir uns einfach mal überraschen. Ich wünsche euch eine angenehme Zeit, passt gut auf euch auf, denn spätestens am 16.10. gibt es wieder Livestream und dann zähle ich wieder auf euch und freue mich schon jetzt auf den Livestream vom 16.10. Heute Abend gibt es ja noch, heute ist der 9.10., also gibt es heute Abend noch sozusagen den Mini-Verabschiedungs-Livestream. Also bis dahin, euer Seacrowds-Team, euer Marara. Haut rein, ciao, ciao. Seacrowds.